Schön, dass Sie da sind. Harrison Ford, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Das ist der 5. Indiana-Jones-Film und ein Satz wird bei dem deutschen Publikum besonders gut ankommen. Sie sind Deutscher. Versuchen Sie nicht, witzig zu sein. Hat unser deutscher Humor so einen schlechten Ruf? Noch nicht. Aber der Film kommt diese Woche raus. Aber jemand hat sich diesen Satz ausgedacht. Ich war gerade beim Stern. Und einer der Journalisten kommentierte diese Zeile aus dem Film. Also fragte ich, ob jemand einen guten deutschen Witz für mich hätte. Sie erzählten mir also einen guten deutschen Witz, nur ich habe ihn nicht verstanden. Also war er nicht so gut. Es gibt einige wirklich witzige Deutsche. Sind Sie schon welchen begegnet? Ich warte noch drauf. Ich weiß, es gibt sie. Der erste Indiana-Jones-Film erschien 1981. Die Gegner damals Nazis. 42 Jahre später sind ihre Gegner wieder die Nazis. Was ist das mit Indiana Jones und den Nazis? Es geht darum, in eine Zeit zurückzukehren, als die Welt noch schwarz-weiß war. In der man die Guten und die Bösen immer klar voneinander unterscheiden konnte. Der Anfang des Films spielt im Jahr 1944 und dauert etwa 20 Minuten. Er beginnt genauso wie alle früheren Indiana Jones Filme mit einer abgekoppelten Geschichte. Doch dieses Mal ist sie sogar etwas mit der Hauptgeschichte verknüpft, die wir im Film erzählen. Wir stoßen auf den MacGuffin, den zentralen Gegenstand unserer Suche im Jahr 44. Und wir erleben Indiana Jones mit 40, dem Alter, in dem die Filmemacher mich hier zeigen. Wir haben ein Bild von dieser Technik, man nennt es De-Aging. Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ich nenne das ein Wunder, denn mein Gesicht wurde nicht mit Photoshop bearbeitet, denn das ist mein tatsächliches Gesicht. Wie funktioniert das? Ich mache nur die Gesichter. Ich weiß nicht, wie Sie das anstellen. Auf jeden Fall ist es fantastisch. Wir treffen Indiana Jones, wie wir ihn aus den früheren Filmen kennen. Wir wollen nicht so viel über den Film verraten. Die Menschen sollen ja noch ins Kino gehen. Ich habe aber gehört, es war Ihnen wichtig, dass es in diesem Film auch ums Altern geht. Warum? Weil ich älter wurde und trotzdem noch einen Indiana Jones Film machen wollte. Ich wollte, dass es um das Alter geht. Indiana Jones stand immer für körperliche Leistungsfähigkeit und Abenteuer. Ich wollte diesen Mann seiner Kraft berauben und ihn mit den Folgen seines Lebens konfrontieren. Als dann seine Patentochter Helena auftaucht, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, wollte ich ihm neues Leben einhauchen, ihn zu seiner gewohnten, fast jugendlichen Form auflaufen lassen. Klingt, als hätten Sie Spaß gehabt. Ich hatte riesigen Spaß. Ich liebe es, diese Figur zu spielen. Ich liebe es, diese Art Film zu machen. Ich mag den Mix aus Abenteuer und Humor. Zudem schwingt in diesem Film ein wirklich starker emotionaler Unterton mit. Ich bin sehr froh, dass ich mit diesen emotionalen Mitteln arbeiten durfte. Der Film geht sehr selbstironisch mit dem Altwerden um. Können Sie über die Einschränkungen des Alters lachen? Schauen Sie mal. Und in Wahrheit? In Wahrheit fühle ich mich etwas ungelenk.
Das ist in Ordnung. Ich gehe morgens ein paar Schritte und dann ruckelt sich das wieder zurecht. In einer Szene sehen wir sie mit freiem Oberkörper. Ich wollte diese Verletzlichkeit zeigen, die Sie sehen. Der Mann wacht in seinem Sessel auf. Vor dem Fernseher. In seiner Unterwäsche mit einem leeren Glas in der Hand. Das Publikum kann sich in seinen Zustand hineinversetzen. Es ist einfach einer der besten Filmschnitte, die ich je gesehen habe. Ich liebe diese Stelle im Film. Sie legen offensichtlich Wert darauf, sich fit zu halten. Ist das für Sie als Schauspieler wichtig, in Form zu bleiben? Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, als Schauspieler fit zu bleiben. Ich fahre einfach gern Fahrrad, Rennrad und Mountainbike und spiele gerne Tennis. Allerdings habe ich momentan zwei kaputte Schultern und kann weder Fahrrad fahren noch Tennis spielen. Was ist mit Ihren Schultern passiert? Ich war dabei, unserem Regisseur und dem Kameramann einen kleinen Gag zu zeigen. Ich halte meinen Hut in der einen Hand, ziehe meine Jacke an und renne vor dem Schurken weg. In der Szene wollte ich ihm zunächst meinen Hut ins Gesicht drücken und dann zuschlagen. Also bat ich Jim und Faden, den Kameramann, sich dorthin zu stellen, damit ich den Typen schlagen kann. Der Typ war nur einer aus der Crew, der in dem Moment von etwas anderem abgelenkt wurde. Ich bewegte mich ungefähr so schnell. Er trat in dem Moment nach vorn. Ich zog zurück und zerrte mir den Muskel unter dem Schulterblatt. So viel zum Thema Älterwerden. Nichts für Weiche. Sie sind mindestens einmal in Ihrem Leben in echter Lebensgefahr gewesen. 2015 bei einem Flugzeugabsturz. Ich frage mich, ob diese Art von Rollen helfen. Nicht, ich bin abgestürzt, sondern das Flugzeug. Ein mechanischer Defekt. Der Motor fiel aus. Also es lag nicht an Ihnen, dem Piloten, sondern an der Technik. Zum Glück haben Sie überlebt. Helfen Ihre Art von Dreharbeiten in einer solchen Situation? Jeder würde in Panik geraten. Indiana Jones bleibt cool. Sind Sie cool geblieben? Indiana Jones would stay cool, so did you stay cool in this situation? Bis dahin war ich schon 25 Jahre geflogen. Du trainierst für einen solchen Ernstfall wie diesen. Und dann tritt er eines Tages ein. Ich hatte beim Fliegen viele wunderbare Mentoren. Eine Community an Piloten, die sich gegenseitig aushelfen. Da war der großartige Kunstflieger und berühmte Kriegsveteran Bob Hoover. Als der Motor ausfiel, konnte ich ihn hören. Ich setzte sofort einen Notruf beim Flughafen ab, von dem ich gerade gestartet war. Sie gaben mir eine Anweisung, die ich unmöglich befolgen konnte. Sie wiesen mich an, Richtung Landebahn 2 zu fliegen. Ich machte ihnen klar, dass für mich die dritte Landebahn näher lag. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Ich hörte noch die Stimme meines Mentors im Ohr, als säß er neben mir. Fliegt das Flugzeug so weit in den Absturz wie möglich. Genau das empfahl mir Bob Hoover. Das hat Ihr Leben gerettet. Stimmt. Sie engagieren sich seit 30 Jahren für den Umweltschutz. Haben Sie Ihren eigenen Lebensstil überdacht? Da wir gerade vom Fliegen sprechen, fliegen Sie jetzt weniger, da Fliegen so schädlich ist für die Umwelt? Ich versuche, so umsichtig wie möglich zu sein. Manche Menschen werfen mir vor, als Umweltschützer einige Flugzeuge zu haben. Das stimmt. Aber ich fliege immer nur eins gleichzeitig. Klar trägt die Luftfahrt zum Klimawandel bei. Jede Nutzung fossiler Brennstoffe tut das. Mhm.
Man sollte sein Gerät so effizient wie möglich einsetzen. Und man braucht Flugzeuge, um Arbeit zu erledigen, die zum Teil unverzichtbar ist. Crucial to be done. And ich versuche, meinen Treibstoffverbrauch auszugleichen, indem ich Zeit, Energie und Geld in Klimaschutz investiere. Time, energy and money. Yes. Wir haben viel gewonnen, wenn wir etwas sehr Wichtiges begreifen. Ein Drittel unserer Wälder und des gespeicherten Kohlenstoffs ist bereits geschützt, aber bedroht. Die indigene Bevölkerung, die dieses Land zum Großteil schützt, ist durch landwirtschaftliche Interessen, Viehwirtschaft und viele andere Praktiken wie Palmölproduktion bedroht. Auch wenn es nur gelingt, dieses eine Drittel unseres Planeten zu schützen, sind wir unserem Ziel näher. Wenn die indigene Bevölkerung dieses Land kontrollieren kann, dann haben wir das in die Bank eingezahlt, in die Bank der Natur. Wir müssen halt die Kraft der Natur erhalten, menschliches Leben zu bewahren. Was die Natur für uns tut, können wir nicht selbst leisten. Wir können kein verschmutztes Wasser reinigen. Wir können keine verschmutzte Luft reinigen. Wir können keine Nutzpflanzen bestäuben und keine neuen medizinischen Wirkstoffe im Wald finden, wenn wir die Natur nicht schützen, damit sie uns schützt. Sie haben sich auch öffentlich für dieses Thema engagiert. Ich möchte unserem Publikum den Auszug einer Rede vorspielen, die Sie 2021 in Marseille gehalten haben. Es ist schwer, den Aufstieg des Nationalismus zu beobachten angesichts einer globalen Bedrohung, die globale Zusammenarbeit erfordert. Es ist schwer, die Schlagzeilen zu lesen, Überschwemmungen, Waldbrände, Hungersnöte und Seuchen, und deinen Kindern zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Es ist nicht in Ordnung, verdammt nochmal. Es ist nicht in Ordnung. Sie wirken wirklich sehr wütend. In Deutschland sind es vor allem die jungen Menschen, die wütend sind. Sie werfen unseren Generationen vor, dass wir nicht genug getan haben. Sie greifen dabei zu, sagen wir, interessanten Maßnahmen und Aktionen. Vielleicht sind Sie ihnen begegnet, 2019 in London bei der Premiere von Star Wars. Bei diesem Protest sind radikale Aktionen, und diese waren nicht einmal radikal, von jungen Aktivisten gerechtfertigt. They have a right to do so. Sie haben die Pflicht und sie haben das Recht dazu. Am Ende meiner Rede habe ich gesagt, das Beste, was wir für die jungen Menschen jetzt tun können, ist, ihnen verdammt nochmal aus dem Weg zu gehen. Und sie machen lassen? Damit will ich nicht sagen, dass wir sie damit allein lassen sollen, mit unserer dreckigen Wäsche. Wir müssen ihnen mit unserem Rat, unserem Geld und unserem Engagement helfen. Das sind wir ihnen schuldig. Können Sie den Menschen hier in Deutschland erklären, was viele nicht verstehen? Warum hat Donald Trump so viele Anhänger? Weil die Spaltung der Gesellschaft offensichtlich lohnende Geschäftschancen bietet. Eine politische Einheit, die Wähler der Vereinigten Staaten, wird aufgespaltet in Gruppen.
die durch ständigen Bullshit gegeneinander aufgehetzt werden. Wir haben die Mitte verloren. Wir haben den Zusammenhalt verloren, um Lösungen zu finden und das Leben unserer Kinder sicherer zu machen. Dahinter stecken wirtschaftliche Interessen, besonders im Medienbereich. So wird die eine sehr starke Wählergruppe die ganze Zeit mit eigenen Informationen gefüttert und die andere Seite macht es genauso. Wir haben das gemeinsame Fundament verloren und müssen es zurückgewinnen. Das geschieht derzeit überall auf der Welt. Dieses Erstarken des Nationalismus, das ist der entscheidende Punkt. Sie sind ein Kind des Kalten Krieges, 42 in Chicago geboren. Sie haben also viele schwierige Zeiten erlebt. Finden Sie, die Welt ist heute viel gefährlicher als zu der Zeit der nuklearen Abschreckung? Was glauben Sie? Tja, die Auswüchse an Gewalt in unserer Gesellschaften, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Das gibt es auf der ganzen Welt. Überall gibt es Waffengewalt. Nicht weit von hier tobt der Krieg in der Ukraine. Absolut, das ist wirklich nicht zu fassen. Nur 250 Meilen von hier wird ein großer Krieg geführt. Und das wird irgendwie toleriert. Ist das so? Die Weltgemeinschaft ist nicht eingeschritten und hat nicht versucht, die Entwicklung zu verhindern. Warum? Weiß ich nicht. Einige versuchen es. Viele versuchen es. Und auf beiden Seiten verlieren Menschen ihr Leben. Ohne guten Grund. Viele sehnen sich nach einem Traum, besonders in schweren Zeiten wie diesen. Ich möchte Ihnen ein Foto zeigen von der diesjährigen Oscar-Verleihung. Man sieht Sie mit Ke-Huy Quan, einem der Preisträger. Sie standen 1984 für Indiana Jones 2 gemeinsam vor der Kamera. Und er spricht vom American Dream. Er kam als Flüchtling in die USA und jetzt steht er auf der Bühne und erhält den Oscar. Das war auch für Sie ein emotionaler Moment. Moment for you too. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream. Lebt der American Dream noch? Kann man es vom Flüchtling auf die große Bühne schaffen? Ist das das Amerika, das Sie sich wünschen? Ja. Wir haben ja in Amerika einen großen Streit über die Einwanderungsreform. Auch hier stehen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Einwanderung war stets eine amerikanische Verheißung. Dafür steht die Freiheitsstatue. Sie heißt Einwanderer in Amerika willkommen. Ihre Vorfahren kamen zum Beispiel aus Irland. Mein Vater war Ire, meine Mutter eine russische Jüdin. Ja. Auf jeden Fall sollte jeder diesen wunderbaren Film sehen, der am Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Darf ich die Zuschauer dazu ermutigen, sich den Film beim ersten Mal im Kino anzusehen?
So ein Erlebnis verbindet uns als Menschen. Wir sitzen gemeinsam mit fremden Menschen in einem dunklen Saal und sehen einen Film. Unabhängig von unserer politischen Meinung, unserer Herkunft oder sexuellen Orientierung. Es ist dunkel hier. Mann, keiner kennt sich. Die Musik setzt ein, die Geschichte beginnt und es reißt dich einfach mit. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das zwischen den Menschen in einem dunklen Kinosaal entsteht, ist einfach unglaublich. That's a very good point. Schön gesagt. Ist das wirklich Ihr letztes Mal als Indiana Jones oder gibt es vielleicht eine Chance? Meinen Sie mich? Klar, wen sonst? Ja. Das ist mein letzter. Mal sehen. Wie? Ja. Too bad. Schade. Wir empfehlen unserem Publikum jedenfalls den Film und danken Ihnen fürs Kommen. Harrison Ford, herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Thank you.